Moin Freunde, hola und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Heute echt mit spannenden Neuigkeiten. Wir gucken uns natürlich mal ein paar aktuelle Daten an. Bitcoin läuft ganz gut, gucken uns die aktuellen ETF-Inflows an. Wir schauen uns aber auch an, inwieweit es ein Video gibt, das ich noch nicht gesehen habe, in dem jemand prognostiziert, dass XRP und XLM Gold und Silber gedeckt sein werden. Außerdem schauen wir uns an, inwieweit die Domain x.com, die jetzt Elon Musk gehört, vorher niemand anderem als Chris Larsen, einem der Gründer von Ripple, gehörte. Also da ist eine fette Connection. Wir werden uns ein paar sehr spannende Analysen anschauen und natürlich auch nochmal hier ein Update zu meiner eigenen Analyse und so viel mehr, Freunde. Lass uns einfach direkt reinstarten. Los geht's nach dem Intro. Ja, Freunde, Markt läuft ziemlich gut, zumindest bei einigen Projekten. Bitcoin mit 10% im Plus, Ethereum ebenfalls ganz gut gelaufen und Solana mal wieder so ein bisschen auf der Überholspur, wieder auferwacht nach einer etwas stärkeren Korrektur. Jetzt wieder die $200 im Visier, also knapp 18% läuft schon wieder. Sogar XRP mit ein bisschen Plus in den letzten Tagen, aber darum geht's nicht. Wir gucken uns gleich mal sehr positive Aussichten für XRP an. Aber zuvor einmal der kurze Hinweis, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hat mir richtig Spaß gemacht, das Interview bei der Rentner. Ein sehr, sehr interessanter Finanzkanal. Einen zweiten Teil, in dem er von mir interviewt wird, gibt es ebenfalls am kommenden Mittwoch. Bis dahin könnt ihr euch das mal reinziehen. Ist bisher sehr gut angekommen. Vielen Dank dafür und ich werde dem Rest von euch das Video hier unten verlinken. Ja, wie sieht's aus mit den Inflows? Nachdem wir vorletzte Woche hier einige Abflüsse verzeichnet haben, sah die letzte Woche ziemlich gut aus. Wir hatten eigentlich durch die Bank weg Zuflüsse. Ja, insgesamt hatten wir, wenn wir mal hochrechnen, irgendwie knapp 1 Milliarde oder so an Zuflüssen. Ja, 100 Millionen hier, 300 Millionen da. Also es läuft auf jeden Fall ziemlich gut bei den ETFs und das ist in der Regel, glaube ich, ein gutes Indiz dafür, dass es auch mit dem Preis von Bitcoin so weitergehen könnte. Ich glaube, die Korrekturphase liegt jetzt hinter uns und der Markt wird jetzt höchstwahrscheinlich nach dem Vollmond ordentlich Gas geben. Es gibt auch einige positive Neuigkeiten. So hat zum Beispiel der US-Senat die SEC-Vorschrift zur Meldepflicht von Kryptoanlagen gekippt. Die Branche applaudiert. Was ist da passiert? Der US-Senat hat eine SEC-Vorschrift aufgehoben, die von den Banken verlangt hätte, die Kryptoanlagen der Kunden in ihren Bilanzen aufzuführen. Der Schritt wird als Gewinn sowohl für die Banken als auch für die Kryptobranche gesehen, da er die Depotdienstleistung schützt und Innovation fördert. Die SAB 121-Vorschrift der SEC wurde aufgehoben durch eine Abstimmung und somit müssen die Banken eben nicht die Kryptogeschichten von ihren Kunden in ihre eigenen Bilanzen packen. Das würde nämlich aufgrund der Volatilität die eigenen Bilanzen ganz schön gefährden und die Kryptoinvestoren wären natürlich noch gläserner. Die Entscheidung des Senats wurde von der Kryptobranche mit großem Beifall aufgenommen. In einem kürzlich veröffentlichten Interview hat der Chief Legal Officer von Ripple, Stuart Alderotti, die Abstimmung als einen großen Sieg für die ungerechtfertigten Einmischungsversuche der SEC gefeiert. In ähnlicher Weise kritisierte SEC-Kommissarin Hester Pierce, eine bekannte Befürworterin digitaler Vermögenswerte, die inkonsistente Regulierung der SEC. Also das muss man sich mal reinziehen. In der eigenen Behörde, da sind ja nicht so viele Leute, die das Ganze so im Großen und Ganzen entscheiden, gibt es eben Hester Pierce, die eigentlich komplett pro Krypto ist und trotzdem immer wieder Gegenwind von den eigenen Leuten bekommt. Unfassbar. Es sieht auf jeden Fall ganz so aus, als würde die SEC Stück für Stück immer mehr ihrer Macht verlieren und der Kryptomarkt so ein Stück weit befreit werden von diesen ganzen SEC-Angriffen. Auf jeden Fall sehr positiv. Die Türkei bereitet neues Kryptogesetz vor, um es an internationale Standards anzupassen. Das vielleicht nur mal am Rande, aber fand ich super interessant, wollte ich mal heute mit reinnehmen. Und zwar bereitet sich die Türkei auf einen neuen Gesetzesentwurf zur Regulierung von Kryptoassets vor. Die Gesetzgebung zielt darauf ab, sich internationalen Standards anzupassen und Risiken im Zusammenhang mit Kryptotransaktionen zu reduzieren. Strenge Vorschriften werden für die Lizenzen und den Betrieb von Kryptowährungshandelsplattformen durchgesetzt und es geht dabei auch um die sichere Verwahrung von den Vermögenswerten, die gewährleistet werden sollen und transparente Plattform-Kundenbeziehungen herstellen und Sanktionen für Nichteinhaltung festzulegen. Also insgesamt ist die Türkei ja generell eigentlich ein ziemlich großer Vorreiter und Befürworter von Kryptowährungen und nun passt die Regierung eben alles auch internationalen Standards an. Also das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Falls ihr vielleicht aus der Türkei kommt oder regelmäßig dort im Urlaub seid, könnt ihr ja mal berichten, ob es dort mittlerweile vielleicht sogar noch mehr Wechselstuben gibt und ATMs. Ich erinnere mich, bei meinem letzten Urlaub gab es so einzelne Wechselstuben, wo man sogar Tether eintauschen konnte und wo es zahlreiche Bitcoin-Automaten gab. Also die waren dort auf jeden Fall, was Krypto betrifft, viel, viel weiter als in vielen Teilen Europas. Der Goldpreis zieht ordentlich an. Wir haben ein neues Allzeithoch gesetzt und auch bei Silber sieht es ziemlich gut aus. Da sind wir zwar noch vom Allzeithoch entfernt. Das war damals kurz vor der 50-Dollar-Marke. Wurde sogar noch mal vor einigen Jahren getestet. Auf jeden Fall sind wir jetzt tatsächlich ausgebrochen
gesprochen aus einem sehr wichtigen Bereich und es sieht richtig, richtig gut aus. Was ist jetzt der Grund dafür? Da am Mittwoch die US-Inflation niedriger gemeldet wurde als erwartet, das schürt wiederum Hoffnung, dass die Federal Reserve die Zinsen doch früher senken könnte. Sie haben ja zuletzt gesagt, sie wollen alles so lassen, erst einmal auch die nächsten Monate. Aber es sieht ganz danach aus, als gäbe es eventuell Hoffnung, dass sie den Leitzins etwas senken. Entsprechend sah man, sinken die US-Anleiherenditen ab Mittwoch. Und dieses Szenario ist gut für den Goldpreis, denn bei sinkenden Anleiherenditen wirkt das zinslose Gold attraktiver. Das gilt natürlich auch für Silber. Also falls ihr noch nicht im Edelmetallmarkt unterwegs seid, ich glaube, ist ein ganz guter Zeitpunkt, um sich jetzt mal damit zu beschäftigen. Hier nochmal eine schöne Analyse, wo man das nochmal sieht. Wir haben tatsächlich hier den Ausbruch geschafft und auf Wochenbasis einen sehr positiven Abschluss gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie sich Gold jetzt verhält. Die nächste Marke wäre hier eingezeichnet von Agra Crypto bei $2,500 etwa. Es sieht wirklich danach aus, als würden die Edelmetalle seit 2023 endlich mal so ein bisschen anziehen und jetzt sind wir gerade in einer sehr, sehr heißen Phase. Sehr geil. So, kommen wir mal auf die Geschichte zwischen Elon Musk und dem Gründer von Ripple und zwar Chris Larsen. Der, ich zeige euch mal hier die einzelnen Abschnitte, hatte damals die Domain x.com. und hat sie an Elon verkauft. Ja. Über Einzelheiten ist nichts bekannt, weder über den Betrag noch genau, wie das abgelaufen ist und vor allem, wann das war. Auf jeden Fall ist es wohl nachweislich so, dass sie Chris Larsen gehörte. Es wird spekuliert, dass Elon bewusst nichts sagt, bis irgendwann der Moment gekommen ist, wo dann eben alles Mögliche preisgegeben wird. Natürlich pure Spekulation, aber auf jeden Fall ist das definitiv nachweisbar, dass Chris Larsen x.com gehörte. Also da ist auf jeden Fall eine etwas tiefgründigere Connection zwischen den beiden. Kurzes Update hier. Ripple plant Einführung von XRP-Ledger und kryptonativen Diensten wie Verwahrung in Afrika. Wir haben ja schon mitbekommen, dass vor einigen Monaten sehr viel Fokus auf Afrika gelegt wurde, sondern jetzt sollen vor allem auch Verwahrdienste kommen und hier wird nochmal betont, dass sie sehr stark expandieren wollen auf diesem Kontinent. Ripple plant außerdem, die ganze Region ordentlich zu unterstützen. Also während der Gerichtsprozess läuft und sich langsam dem Ende nähert, wird von Ripple-Seite weiter gearbeitet und neue Märkte erschlossen. Ich blende euch hier mal ein, von einem sehr unseriösen XRP-Kanal kam auf jeden Fall diese Nachricht hier, dass bis zum 20. also bis morgen, angeblich von der Richterin ein Urteil gefällt werden soll. Ich nehme es nicht mal hier mit rein, weil der Typ sowieso meistens nur Müll labert, aber ich wollte es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, falls morgen also wirklich irgendein Urteil gefällt wird. Seid ihr zumindest nicht mehr 100% überrascht. Aber interessant fand ich das hier. Sieht aus wie so ein Interview von Michael Wendler und Cristiano Ronaldo. Ist wohl auch schon ein bisschen älter, aber habe ich noch nie vorher gesehen. Wir hören uns das Ganze mal leicht beschleunigt an. Dann fasse ich euch das gerne nochmal zusammen. Everything will go to zero. It's a cyber crash. So the White House will crash, everything, including the stock markets, everything. In this event, everything goes to zero. But like a phoenix rising out of the ashes, gold and silver will revalue, along with XRP and XLM. So XRP is backing gold, and XLM is backing silver. So after the event, what has value is gold and silver, XRP and XLM and the other ISO 2.2 coins, they'll have massive value, and so will the assets on Lobster. So essentially, you talk about BlackRock. I own lots of BlackRock. I own lots of Vanguard. I own lots of well-known companies because all those companies have had their assets seized. And they're laying them out as tokens on the Stellar Network. Er sagt, dass XRP und XLM die ausgewählten Coins wären, es erstmal einen richtig krassen Crash geben wird, wo alle Werte, selbst alle Aktien und alles auf Null gehen werden und dann wieder Phoenix aus der Asche, XRP und XLM mit Gold und Silber gedeckt, dann eben sozusagen das neue Herzstück des neuen Aufbaus werden, des neuen Finanzsystems. Die Geschichte kennen wir, ich kenne die Person dort nicht und inwieweit man das jetzt für voll nehmen kann, wenn da irgendwelche Menschen sich unterhalten, kennen beide nicht, muss man natürlich für sich selbst entscheiden. Aber die Geschichte an sich ist halt sehr interessant, wollte ich mal wieder in die Köpfe rufen. Also das ist so grob das, woran viele glauben. Ich offen gesagt auch, dass irgendwann mal ein großer Crash kommt und aus diesem Crash heraus dann eine neue Lösung in Form eines neuen Finanzsystems auf uns zukommt, bei dem Kryptowährungen eine wesentliche Rolle spielen werden. Und da sehe ich nicht nur XRP und XLM, sondern vor allem auch alle ISO-zertifizierten Coins, die gut reguliert sind, aber auch zum Beispiel Bitcoin und viele andere, die dann eben absolut nichts mehr mit diesem ewigen Gelddrucken einer Federal Reserve oder ähnlichen Institutionen zu tun hat und dass den Menschen dann wieder mehr Vertrauen gibt. Daran glaube ich tatsächlich. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch daran glaubt. Ja, dann gab es hier eine Analyse von Agra Crypto zum XRP-Ausbruch. Die hat mir sehr gut gefallen, weil sie ganz gut zu meinem Dreieck passt, das ich euch immer mal wieder zeige. Und zwar geht es hier um diese Gaussian Channel oder zu Deutsch Gaußschen Kanäle. Hier kann man es ein bisschen besser sehen. Ihr könnt euch gerne den ganzen Text mal durchlesen. Auf jeden Fall sagt er, dass wir jetzt wohl in der gleichen Phase wären, bei der wir hier waren. Und zwar sehen wir hier A und dann B. Er sagt halt, dass es so ähnlich sein könnte wie hier, dass C und D jetzt A und B wären, also dass das hier quasi ein gewisser Aufwärtstrend war, denn korrigiert
korrigiert, dann ein massiver Ausbruch und hier ebenfalls ein Aufwärtstrend, dann korrigiert und jetzt eben ein massiver Ausbruch auf uns zukommen könnte, ist natürlich nur eine von vielen Analysen, aber sind wir mal ehrlich, es wird ja auch langsam mal Zeit, dass zumindest mal ein bisschen was aufgeholt wird und wir wissen ja, dass rein faktisch betrachtet alle Dinge, die bei der Richterin liegen können, vor ihr liegen und eigentlich jetzt nur noch darauf gewartet wird, dass die Richterin nach so vielen Jahren des Prozesses ein Urteil fällt und das passt ja auch ganz gut hier rein. Ich hatte bei x.com gepostet, wird Richterin Torres vor dem 17. Juni entscheiden? In meinem Dreieck war tatsächlich hier die Spitze in etwa der 17. Juni. Ist natürlich immer Ansichtssache, wie präzise man das Dreieck jetzt setzt, aber auf jeden Fall kann man glaube ich sagen, so zwischen Juni und Juli sollte auf jeden Fall die Spitze erreicht sein und dann erwarte ich definitiv einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung, da ich davon ausgehe, dass der Fall eigentlich nur positiv für Ripple ausgehen kann, weil XRP ja bereits aus der Schlinge ist mit dem Kopf, weil XRP ja bereits 2023 als nicht Wertpapier erklärt wurde, denke ich, dass es auf jeden Fall positiv ausgehen wird. Wir dann hoffentlich einen ordentlichen Anstieg auf etwa 4 Dollar sehen und das ist dann wahrscheinlich erst der Anfang. Ja, für morgen habe ich mir auch was überlegt. Das wird zwar nur ein kurzes Video, aber ich dachte mir, das können wir vielleicht mal ein bisschen tiefgründiger thematisieren. Kann XRP eigentlich Ethereum nochmal übertrumpfen in Form vom CoinMarketCap-Ranking? Ist es möglich, dass XRP nochmal vor Ether sein kann und das vielleicht sogar zeitnah? Was müsste da passieren und warum ist es eigentlich irgendwann so gekommen, dass XRP nicht mehr da vorne mitspielt? Über all das spricht Zach Rector. Interessantes Video, werde ich mal mit euch morgen analysieren und euch übersetzen. Ansonsten war es das für heute, Freunde. Zieht euch auf jeden Fall das Video bei der Rentner rein. Ich habe auch noch zusätzlich, blende ich euch hier mal ein sehr, sehr oder meiner Meinung nach sogar ein legendäres Interview von Brad Garlinghouse für euch unter die Lupe genommen. Falls ihr das noch nicht geschaut habt, gebt es euch unbedingt. Da übersetze ich euch jede Einzelheit, die er erzählt und sehr, sehr interessante Dinge wie ein XRP-Tattoo auf seiner linken Schulter, wann er geweint hat und noch vieles mehr. Also gebt es euch auf jeden Fall. Ich bin für heute raus, werde gleich nochmal ein bisschen Sonne tanken, wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Morgen sollte überall Feiertag sein. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Feiertag, könnt euch ein bisschen erholen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir gesund, ihr Lieben und bis bald. Ciao!